darüber. Okay, ich weiß es nicht. Es sieht so aus, als könnte man hier die Musik nicht ausmachen oder so. Lasst euren Sound mal noch besser leise gedreht. Okay. Moment. Warte mal. Da muss ich den Desktop-Audio runterdrehen. So leid mir das tut, aber das ist uns ein bisschen arg laut. Huch. Hallo? Knock, knock. Knock, knock. Okay. Alt F4, knock, knock. Hä, was ist jetzt los? Jetzt kriege ich das scheiß Spiel nicht. Was ist jetzt los hier? Hallo? Knock, knock. Okay. Knock, knock muss leider beendet werden, weil Knock, knock nicht mehr möchte. Hallo? Ich kann Knock, knock nicht beenden. Was ist das denn jetzt für eine Kacke, Mann? Hallo? Couldn't switch to requested monitor solution. Ah, okay. Das geht ja schon mal gut los mit dem Game. Ich mache mal den Task Manager lieber darüber. Sicher ist sicher. Jetzt habe ich den Desktop ein bisschen leiser gemacht. Okay. Ich weiß nicht, ob es gruselig ist. Keine Ahnung. Das ist das Interessante daran. Wir werden es jetzt gemeinsam herausfinden. So, ich hätte aber trotzdem gerne das Intro gesehen. Deshalb, das drücke ich mal weg. Credits, neues Spiel machen wir jetzt einfach mal. Jau. Und dann gucken wir uns nochmal, wie gesagt, das Intro an. Irgendwas hat mich aufgeweckt. Ist ein Fenster irgendwo kaputt gegangen? Oder ist die Tür geöffnet worden? Ach, steht hier unten. Brauche ich ja nicht vorlesen. Ist ja deutsche Untertitel. Das ist entweder Gronkh vom Horror-Stream oder das ist Gronkh nach dem Fallout-Stream damals. Was ist das für eine Sprache, bitte? Hört sich ja fürchterlich an. Okay, die Nacht endet scheinbar nicht. Oh, es hat geklopft. Okay. Da ist noch eine Glühbirne, die tun wir gerade mal reparieren. So. Was schnackt denn der da, Alter? Das hört sich für mich an wie so eine Diskussion im Bundestag. Okay, es hat auf jeden Fall geklopft, da können wir auf jeden Fall nicht raus, weil schlafwandeln wir gerade? Ich weiß es nicht.
Jetzt ist hier das Licht wieder aus. Da ist es noch an. Ich. Ach, hier kann man es wieder anmachen, okay. Wir können aber nicht hoch, oder was? Nee. Und die Tür kriegen wir auch nicht auf. Nee, ich glaube, Jumpscares hat das Game nicht. Ich hoffe es zumindest. Was genau soll ich hier machen, Alter? Okay. Also da nach oben können wir schon mal nicht. Alter, der hat aber kein schönes Zuhause. Man muss W drücken, dann läuft man nach oben oder was? Was ist das denn für ein Scheiß? Das muss man auch erstmal wissen. Oh nee. Sollten wir da hingehen? Ich weiß es nicht. Wir gehen trotzdem mal hin. Von hier aus kann es gefährlich. Als der Wind so klopf, klopf, klopf macht. Okay. Jetzt hat er plötzlich eine Kerze in der Hand. Nein, wir gucken mal. Hey, da hinten ist ein Haus. Können wir da hin? Was war das? Okay, wir gehen rein. Sah jetzt gerade nicht so geil aus irgendwie. Was zum Verstecken? E drücken. Okay, also hier können wir uns verstecken. Ich muss sagen, mir gefällt auf jeden Fall schon mal der Grafikstil des Games. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Bei so manchen Sachen habe ich gerade noch so ein bisschen meine Zweifel. Irgendwie. Okay, wir reparieren mal das Licht. Kokrundnot. Okay, sollten wir runtergehen? Ich weiß es nicht. Okay, wir sollen überall die Lichter wieder anschalten, alles klar. Das dreht auch die Uhr weiter.
Okay, jetzt gehen wir wieder und schalten die Lichter aus. Okay. Was zur Hölle? Wir sind natürlich so dumm und gehen gleich in den ersten Raum nach vorne. Es hat schon wieder geklopft. Ah, da können wir uns verstecken, alles klar. Wir müssen nach oben. Na toll. Was war das für eine Stimme gerade? Die hat wenigstens mal einigermaßen normal gequatscht und nicht. Was? Wo bist du? Wir verstecken uns mal. Okay. Aber wovor müssen wir uns denn verstecken? Was zur Hölle? Was ist das denn, Alter? Halt die Fresse, verpiss dich mal, was bist du für ein Vieh? Hinter uns. Alter, was ist das? Was ist das da drüben? Ich weiß es nicht, Mann. Kein Licht, das sind nur die Nerven. Ich schaue nicht mal ein kleines bisschen. Ich drehe meinen Kopf nicht, es gibt nichts zu sehen. Lass uns hochgehen, Alter. Das steht immer noch da, das Ding. Huch! Ich wollte gar nicht runter. Hoch. Ja. Ich gehe weg. Ey, das ist er schon wieder, Alter.
das Spiel ist einfach so. What the fuck? Dieses Spiel hat einen What the fuck-Effekt. What the fuck und warum? Aber hundertprozentig. Sonst fällt mir ehrlich gesagt gerade nichts ein. Einfach nur What the fuck und warum? Hier das Licht reparieren wir nochmal. Ich glaube schon, oder? So. Okay, wir warten ein bisschen. Ist oben vielleicht jetzt noch was? Okay, dann machen wir das Licht aus und gehen wieder runter. Wir müssen halt hier wieder raus eigentlich, ne? Nochmal verstecken vielleicht? Weil hier raus kommen wir ja nicht, ne? Ah, doch, mit Leertaste, klar. Natürlich. Tobi, ey. Okay, wir reparieren die Lampe. Gehen mal hoch. Auch hier reparieren wir mal die Lampe. Na komm, reparier das scheiß Ding an. Oh oh. Vielleicht sollten wir doch wieder runtergehen. Ist mir doch alles ein bisschen zu blöd hier. Ja, es... Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Auf jeden Fall. Dreh dich nicht um. Alter, da guckt irgendwas ins... Boah. Ah, das Bett. Wir gehen mal in den Keller. Ja, das tun wir. Oh, es hat geklopft. Sollten wir aufmachen? Ich glaube nicht. Hey. Okay, wir gehen mal wieder zurück. Zumindest probiere ich's. Nicht zu Hause. Zumindest nicht für dich, du alte Pissbirne. Hä, ist das gleiche Zimmer nochmal quasi? Hier geht's nochmal in den Keller. Hier waren wir ja auch schon, okay.
Die Sonne geht auf. Ja, Mann. Versteck spielen in der Dunkelheit. Dies ist deine Mutprobe. Es ist also nicht Sinn der Sache, dich zu verstecken, während du spielst. Bleibe fair und warte auf das Ende. Wenn das Suchende sieht, dass jemand sich versteckt, fängt alles von vorne an. Der Erfolg entsteht darin zu erraten, wie das Suchende das Spiel versteht. Wenn es also zu jemandem sagt, du versteckst dich, diese Person steht aber frei herum, dann mag es vielleicht gar nichts darum gehen, da man gesehen werden kann, dass man ob man gesehen werden kann oder nicht. Okay, das tackelt jetzt ein bisschen weiter. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist total durchgeknallt, das Spiel. Ich glaube, wir belassen es jetzt auch einfach mal dabei.